Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video aus der Reihe Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wir haben in den letzten beiden Videos ja bereits eine wichtige Kenngröße von Zufallsvariablen kennengelernt, den Erwartungswert. Und wir haben auch Eigenschaften dieses Erwartungswertes besprochen. Und jetzt möchte ich eine weitere Kenngröße einführen, die sogenannte Varianz. Und im nächsten Video dann auch von dieser wieder ein paar Eigenschaften durchsprechen. Und zwar machen wir das Ganze wieder so, dass wir uns eine Zufallsvariable x nehmen, die also von dieser Menge der Elementarereignisse Omega in dieses Omega-Stern abbilden soll. Das soll wieder eine diskrete Zufallsvariable sein. Und dann nennen wir die Varianz oder definieren wir die Varianz so, dass wir wieder aufsummieren über alle Ausprägungen der Zufallsvariable. Und diesmal summieren wir eben auf diesen Term hier, also die Abweichung zum Erwartungswert, und zwar quadratisch. Und das Ganze gewichten wir wieder mit der Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable diese Ausprägung annimmt. Und das können wir mit Hilfe der Massenfunktion eben halt auch so schreiben, dass wir hier die quadratische Abweichung multipliziert mit dem Wert der Massenfunktion haben. Das nennen wir dann Varianz. Und diese Varianz gibt eben an, wie stark eine Zufallsvariable um den Erwartungswert streut. Also hier, diese einzelnen Terme hier, die bewerten ja quasi die Abweichung zum Erwartungswert. Ja, je näher das Ganze, je näher die Ausprägung am Erwartungswert dran liegt, desto kleiner wird dieses Quadrat hier werden. Oder umgekehrt, je weiter die Ausprägung der Zufallsvariable vom Erwartungswert weg ist, desto größer wird dieses Quadrat hier werden. Und wenn das dann entsprechend wahrscheinlich auftritt, dann wird diese Summe hier entsprechend größer werden. Also die Varianz gibt ein Maß dafür an, wie weit die einzelnen Ausprägungen der Zufallsvariable vom Erwartungswert entfernt liegen, wie zentral oder wie verstreut sie eben um diesen Erwartungswert herum sind. Und jetzt ist es so, dass ich die Varianz als Erwartungswert der Zufallsvariable y interpretieren kann. Wenn ich also die Zufallsvariable y so definiere, dass ich einfach sage, ich nehme die Zufallsvariable x, ziehe den Erwartungswert von x ab und quadriere das Ganze, dann ist das ja eine neue Zufallsvariable. Na, man darf nicht vergessen, dieses e von x hier ist ja eine Konstante. Also wenn ich die Zufallsvariable x kenne, ist der Erwartungswert davon ja eine Konstante. Und dementsprechend habe ich hier im Grunde nur eine neue Zufallsvariable definiert. Und jetzt kann ich die Varianz interpretieren als den Erwartungswert von dieser neuen Zufallsvariable hier. Ne? Und jetzt gilt der sogenannte Verschiebungssatz. Das ist ein ganz wichtiger Satz, den man oft braucht, um eben halt Varianzen von Zufallsvariablen berechnen zu können. Und der sagt eben, dass ich die Varianz berechnen kann als der Erwartungswert von x Quadrat minus dem Quadrat des Erwartungswertes. Und das müssen wir natürlich auch beweisen. Und dazu schauen wir uns nochmal die Definition der Varianz an. Wir hatten ja gesagt, wir können die Varianz darstellen als diesen Erwartungswert hier, wo wir eben die Zufallsvariable x minus Erwartungswert von x aufquadrieren und davon wiederum den Erwartungswert bilden. Und jetzt kann ich zuallererst mal hier innerhalb dieses Erwartungswertes kann ich dieses Quadrat hier ausmultiplizieren. Das ist die sogenannte binomische Formel. Dann bekomme ich nämlich einmal hier x Quadrat, das ist das hier. Ich bekomme 2 mal x mal e von x, das ist dieser Term mit einem Minus davor. Und ich bekomme e von x Quadrat, in dem Fall jetzt mit einem Plus davor. Und jetzt haben wir ja im letzten Video schon die Linearität des Erwartungswertes nachgewiesen. Das heißt, ich kann hier an diesem Minus und an diesem Plus das Ganze erstmal auftrennen und habe dann sozusagen den Erwartungswert von x Quadrat, der steht hier, den Erwartungswert von 2x e von x. Und auch da gilt wieder aufgrund der Linearität des Erwartungswertes, dass ich diese Konstante 2 rausziehen kann und dass ich diese Konstante e von x rausziehen kann. Ich hatte das ja gerade schon gesagt, wenn ich die Zufallsvariable x kenne, dann ist der Erwartungswert von x eine Konstante. Und wenn ich dann also den Erwartungswert von diesem Term hier bilde, dann ist 2 und e von x konstant. Das kann ich also beides rausziehen, sodass hier noch stehen bleibt 2e von x mal e von x. Und hier hinten steht der Erwartungswert von dem Quadrat des Erwartungswertes. Auch das ist wieder eine Konstante.
sodass der Erwartungswert davon natürlich wieder dieser Wert hier ist. Und dann steht hier als letzter Term e von x Quadrat, also einfach nur das hier. Und das Ganze hier, dieses Produkt ist natürlich auch e von x Quadrat. Das habe ich jetzt zweimal mit einem Minus und einmal mit einem Plus da stehen. Und dann bekomme ich am Ende eben genau das, was ich zeigen wollte. Nämlich die Varianz von x lässt sich darstellen als der Erwartungswert von x Quadrat minus das Quadrat des Erwartungswertes. Kurz sagt man, als Eselsbrücke sagt man manchmal auch, der Erwartungswert von x ist, die Varianz von x ist der Erwartungswert des Quadrates minus das Quadrat des Erwartungswertes. Das ist der klassische Verschiebungssatz für Varianzen, den werden wir noch ein paar Mal brauchen, um solche Varianzen berechnen zu können. Für die Varianz einer Zufallsvariable gilt auch hier wieder so eine ähnliche Eigenschaft, wie wir sie gerade schon beim Erwartungswert hatten. Allerdings ist es jetzt so, dass die Varianz von dieser linearen Transformation sich errechnet als a² mal die Varianz des ursprünglichen, der ursprünglichen Zufallsvariable. Also diese Verschiebung um b hat hier keinen Einfluss, kommt hier nicht mehr vor. Das macht auch Sinn, weil die Varianz soll ja nur messen, wie weit die Zufallsvariable um den Erwartungswert schwankt. Und wenn ich das Ganze jetzt einfach nach rechts verschiebe, das macht diese Addition ja, dann sollte das natürlich die Varianz nicht beeinflussen. Und diese Multiplikation mit a, die taucht hier eben quadratisch drin auf. Auch das müssen wir natürlich erstmal beweisen, dass das so ist. Aber auch dazu können wir uns wieder einfach die Definition, beziehungsweise wir schauen uns erstmal an, was ist der Erwartungswert von diesem Term hier, also was ist der Erwartungswert von e von ax plus b und dann das Quadrat davon. Das ist wegen der Linearität. Erstmal kann ich dieses a aus dem Erwartungswert rausziehen und das b aus dem Erwartungswert rausziehen. Das haben wir beim letzten Mal schon nachgewiesen, dass das geht. Also bekomme ich diesen Term hier und das Ganze ins Quadrat. Und wenn ich das Ganze dann wieder mit der binomischen Formel ausmultipliziere, dann habe ich eben a² mal e von x Quadrat plus 2 mal a e von x b oder eben halt auch 2ab e von x plus b Quadrat. Und genauso ist der Erwartungswert von diesem hier ins Quadrat. Also jetzt steht das Quadrat ja drin. Also auch da muss ich natürlich erstmal ausmultiplizieren. Mit Hilfe der binomischen Formel kriege ich also wieder a² x Quadrat plus 2abx plus b Quadrat. Das steht hier. Und dann ist wieder aufgrund der Linearität des Erwartungswertes steht hier die Art des a, also ich kann den Erwartungswert an dieser Summe auftrennen und dieses konstante a² rausholen. Dann habe ich eben a² mal e von x Quadrat. Ich kann dieses konstante 2ab hier rausholen und habe nur noch 2ab Erwartungswert von x. Und das Ganze ist sowieso eine Konstante, also steht hier noch plus b Quadrat. Und der Verschiebungssatz sagt mir ja jetzt, dass ich die Varianz hiervon eben halt als Differenz darstellen kann aus diesen beiden Erwartungswerten hier. Das ist ja genau der Verschiebungssatz. Das heißt, ich rechne eigentlich das hier minus das da. Und jetzt sehe ich eben, dass hier bestimmte Terme doppelt auftauchen. Also dieses 2abe von x und dieses 2abe von x, das taucht hier natürlich doppelt auf. Und wenn ich das Ganze voneinander abziehe, dann fällt das weg. Das gleiche gilt auch für dieses b Quadrat, also auch das fällt weg. So dass eigentlich nur noch überbleibt a² e von x Quadrat minus a² e von x Quadrat. Dann kann ich das a² noch ausklammern und habe dann hier wieder e von x Quadrat minus e von x Quadrat. Also genau den Verschiebungssatz für die ursprüngliche Zufallsvariable x, so dass ich dann also am Ende rausbekomme, dass die Varianz von diesem Term sich ergibt als a² mal v von x. Das ist genau das, was ich beweisen wollte. Machen wir dazu mal ein Beispiel. Also wir betrachten den fairen Würfelwurf und wir wissen ja bereits, dass der Erwartungswert davon 3,5 ist. Ich könnte mir jetzt genauso überlegen, was der Erwartungswert von x Quadrat ist. Das heißt, ich würde jetzt aufsummieren über die einzelnen i Quadrat mal ein Sechstel. Das ist ja die Wahrscheinlichkeit dafür. Die kann ich dann natürlich wieder rausziehen. Und wenn ich mir diesen Term hier ausrechne, dann bin ich bei 91 Sechstel. Das kann ich halt einfach in den Taschenrechner eintippen, dann kriege ich 91 Sechstel raus. Und nach dem Verschiebungssatz ist die Varianz von x jetzt also die Differenz aus diesen beiden Erwartungswerten hier.
beziehungsweise dieser Erwartungswert minus das Quadrat von dem da. Und das ist dann eben halt 2,92. Das kann man erstmal so ausrechnen. Was jetzt diese 2,92 genau bedeutet in ihrer Größenordnung, ist natürlich noch ein bisschen schwierig zu interpretieren. Das wird immer dann interessant, wenn ich zum Beispiel zwei Zufallsvariablen miteinander vergleiche. Dann kann ich sagen, wenn die Varianz bei der einen größer ist als bei der anderen, dann streut die offensichtlich mehr um ihren Erwartungswert. Machen wir noch ein anderes Beispiel. Wir betrachten nochmal die kleinere der beiden Augenzahlen bei zwei fairen Würfelwürfeln. Das haben wir, dieses Beispiel hatten wir jetzt schon mal gemacht. Und da wissen wir schon, dass die Massenfunktion dieses Zufallsexperimentes sich so darstellt. Also die 1 kommt relativ häufig vor. Ist ja klar, weil die 1 erreiche ich ja immer dann, wenn einer der beiden Würfel 1 anzeigt. Und dann wird die 2, 3, 4, 5, 6 wird halt immer unwahrscheinlicher. Wir hatten davon den Erwartungswert schon ausgerechnet, der ist nämlich 2,53. Und wenn ich mich jetzt klassisch an der Definition der Varianz orientiere, dann müsste ich also, um die Varianz auszurechnen, wenn ich das jetzt mal ohne Verschiebungssatz machen will, für jede Ausprägung hier den Erwartungswert abziehen, also 1 minus 2,53, das Ganze dann quadrieren und mit der Wahrscheinlichkeit gewichten. Genauso müsste ich eben 2 minus 2,53 rechnen, das Ganze quadrieren und mit 9 36stel multiplizieren. Und das mache ich eben für alle Einträge hier bis zum letzten, wo ich also 6 minus 2,53 rechne, das Ganze quadriere und mit 1 36stel multipliziere. Und wenn ich das mache, dann komme ich hier eben auf 1,97. Das ist weniger, als ich gerade hatte bei der Summe der beiden Augenzahlen. Das heißt, diese Zufallsvariable hier, die streut jetzt weniger um den Erwartungswert als die erste. Also als die Summe der beiden Augenzahlen. Und zusätzlich ist es eben so, dass für unabhängige Zufallsvariablen, das sollten wir uns auch noch eben schnell merken, für unabhängige Zufallsvariablen x und y, es ist so, dass sich die Varianz dieser Summe wieder darstellen lässt als Summe der Einzelvarianzen. Das gilt aber nur für unabhängige Zufallsvariablen. Auch dazu kurz ein Beispiel. Wenn ich mir jetzt die Summe der beiden Augenzahlen wenn ich jetzt die Summe von zwei Würfelwürfen mir anschaue, dann ist die Varianz von dem einen plus die Varianz von dieser Summe ergibt sich als Summe der Varianzen und das ist eben die 2,92 plus 2,92, also 5,84. Ja, das war's auch schon wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Im nächsten Video möchte ich das Konzept von diesen Kenngrößen ein bisschen verallgemeinern. Da möchte ich über die sogenannten Momente sprechen. Und bei der Gelegenheit werden wir dann auch noch zwei weitere Kenngrößen kennenlernen. Ansonsten würde ich mich sehr über Kommentare, Fragen oder Anregungen freuen. Und erstmal bis dahin. Ciao, ciao.